Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Ulrich Silberbach, lieber Herr Dauderstedt, lieber Herr Schäfer, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete aus dem Landtag, dem Bundestag, ich bin froh, hier zu sein und in der Tat sind wir auch froh, dass diese Jahrestagung des DBB jetzt zu Beginn dieses neuen Jahres in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Und deshalb ist es mir auch wichtig, als Ministerpräsident dabei zu sein, Sie willkommen zu heißen in Nordrhein-Westfalen. Und zu dem Thema, das Sie über die gesamte Tagung gestellt haben, auch einige Sätze zu sagen. Und Wolfgang Schäuble ist ja leider erkrankt. Und der Bundesinnenminister ist mit extrem wichtigen Fragen, nämlich denen des Datenschutzes und dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, beschäftigt, glaube ich, in diesen Stunden, sodass ich auch sehr gerne einige grundsätzliche Bemerkungen zu dem, was das Jahresthema des DBB heute ist, hier gerne machen will, weil ich glaube, dass das gerade in unserer Zeit und in dem, was in den nächsten Monaten in Entscheidungen ansteht, extrem wichtig ist, das nochmal in diesen größeren Rahmen einzuordnen. Was steht die nächsten Monate an, ja auch die Beamtenrunde. Manchmal sind Ministerpräsidenten auch froh, dass sie Finanzminister haben. Aber dennoch glaube ich, dass das, was jetzt vor uns liegt, um das gleich am Anfang zu beantworten, so sein muss, dass wir in diesem Wettbewerb um die besten Fachkräfte, vor dem wir stehen, auch einen starken öffentlichen Dienst, auch mit einer guten Besoldung haben. Das müssen wir uns als Prinzip deutlich machen. Denn wenn man jetzt allein die Vorgänge der letzten Tage rund um den Datenschutz mal nimmt, aber es gibt auch viele andere Bereiche, heißt das natürlich, wenn wir da mithalten wollen mit der privaten Wirtschaft, den besten Schutz auch für Daten haben wollen, die besten Experten im öffentlichen Dienst haben wollen, die dann auch die Daten der Bürger schützt, eine digitalisierte Verwaltung anstreben wollen, wie wir uns das ja alle vornehmen. Ja, dann geht das nur, wenn man dafür auch die besten Leute findet. Und deshalb müssen wir wettbewerbsfähig sein. Das gilt für Lehrer, das gilt für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, für Justizangestellte, das gilt für ganz viele Bereiche, wo wir zunehmend merken, dass wir in einem Wettbewerb stehen. Und darauf müssen wir uns auch mit guten Voraussetzungen einstellen. Aber das, was ich gerne grundsätzlich sagen möchte und was aus meiner Sicht sich im nächsten halben Jahr, dreiviertel Jahr entscheidet, ist die Frage, wie ist eigentlich unsere Einordnung in diese gesamten europäischen Prozesse, und das hängt sehr viel mit den Daten zusammen, die Sie sich gestellt haben. Wir werden im März einen Brexit erleben, keiner weiß zur Sekunde wie, keiner weiß, welche Nachfolgewirkungen das für unsere Wirtschaft hat. Und wir sind im Moment in einer Zeit, wo jedes Jahr die Steuereinnahmen besser sind als das, was am Anfang geschätzt wurde. Diesen Prozess erleben wir seit 2009, hat mir unser Finanzminister letztlich erläutert. 2009 eine Schätzung, danach war es besser. 2010 eine Schätzung, danach war es besser. Und jetzt hat der Bundesfinanzminister in diesen Tagen gesagt, das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Wir haben uns so daran gewöhnt in den letzten 10 Jahren, dass es immer mehr Steuereinnahmen gab, als man am Anfang geschätzt hatte. Deshalb sind in vielen Ländern auch keine neuen Schulden mehr aufgenommen worden, in vielen Ländern sogar Tilgungen begonnen worden. Aber irgendwann wird dieses wieder enden. Und sich darauf einzustellen, ist eine Aufgabe, die Politik natürlich jetzt schon hat. Und deshalb ist das nächste halbe Jahr eines, wo wir gar nicht wissen, wie geht die wirtschaftliche Entwicklung so weiter. Wenn die Briten in einem Brexit ohne Verabredung, sogenannter harter Brexit, ausscheiden, kann das gewaltige Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland haben. Und wir haben damals mal gedacht, bei Lehman Brothers, ja gut, dann geht da eine Bank halt pleite, ist der Markt bereinigt. Und man hat völlig unterschätzt, welche Auswirkungen das Ende einer einzigen Bank in den Vereinigten Staaten auf unsere Volkswirtschaft hatte. Und wenige Tage später fuhr auf dem Rhein kein einziges Schiff mehr, weil jeder seine Güter zurückgehalten hat, eine riesige Verunsicherung da war und nur durch eine gesamteuropäische Kraftanstrengung der damaligen großen Koalition
ist es gelungen, dass wir nicht in eine Weltfinanzkrise à la 1929 gerutscht sind, sondern zwar 5% Einbruch des Wirtschaftswachstums hatten, aber dann als Deutschland mit bewährten Modellen auch der sozialen Partnerschaft stärker aus der Krise herausgekommen sind, als wir hereingekommen sind. So war die Lage vor 10 Jahren. Das war eine Bank. Jetzt tritt ein Land aus der Europäischen Union aus. In Großbritannien selbst gibt es Vorbereitungen, weil keiner weiß, wie ist eigentlich unsere Güterversorgung, unsere Lebensmittelversorgung, all so simple Dinge des täglichen Alltags in dem Moment gelöst, wo man plötzlich zwischen Dover und Calais eine EU-Außengrenze errichtet. Jeder weiß, was EU-Außengrenze heißt. Dass alles verzollt werden muss, dass alles kontrolliert werden muss. Französische Zöllner schildern mir, dass allein die Frage, ob man 2 oder 3 oder 4 Minuten unter dem Kanal stichprobenartige Kontrollen macht, zu kilometerlangen Rückstaus führen wird. Und wer weiß, wie unsere Wertschöpfungsketten funktionieren. Ein Produkt hergestellt in Baden-Württemberg, in Bayern, im Sauerland, in Südwestfalen bei uns, wird weitergebracht nach Großbritannien, wird weiterverarbeitet, kehrt wieder zurück. Alle diese Lieferketten sind mit einem Mal unterbrochen, wenn wir nicht zu einer klaren Regelung kommen. Und in Irland wird eine Insel, die seit fast 100 Jahren nicht mehr geteilt war, plötzlich zu einer EU-Außengrenze im schlimmsten Falle, mit der Gefahr, dass die Konflikte in Nordirland wieder aufflammen. In Schottland wissen wir, 80% der Menschen haben für den Beitritt zur Europäischen Union, also für das Verbleiben, gestimmt. Die könnten sich jetzt erneut wieder loslösen. Und alles das ist ungewiss und völlig unbeantwortet in diesen Tagen. Deshalb wissen wir nicht, was der März bringt. Und dann sind 8 Wochen später. Das ist wahr. Was dieser März bringt, wissen wir auch nicht. Aber der Monat März wird jedenfalls mit Ä geschrieben, ein ernsthafter Monat. Und dann stehen danach europäische Wahlen an. Seit 40 Jahren war das immer so die Wahl, wo die Bürger gedacht haben, da kann man mal Protest wählen, ist nicht ganz so wichtig. Nur in dieser Phase Europas, wo die Handlungsfähigkeit dann gefragt ist, eine neue Kommission ins Amt kommen muss, die dann reagieren muss auf das, was da ansteht, die dann übrigens auch eine neue finanzielle Vorausschau machen muss. Die gesamte EU-Finanzierung für die nächsten 6 Jahre wird ja in einer gesamtfinanziellen Vorausschau geplant, auch Mittel übrigens für die Regionen, auch Mittel für den Außengrenzenschutz der Europäischen Union, auch Mittel für eine gemeinsame Verteidigungspolitik jenseits von Forschung und vielem anderen. Da hängt also auch viel Geld für Deutschland drin in dieser Frage. Die muss dann eine neue Europäische Kommission beschließen, von der man nicht weiß, ob es überhaupt noch eine demokratische Mehrheit im nächsten Europäischen Parlament gibt. Oder ob Linkspopulisten, Rechtspopulisten, Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat die 5%-Klausel nicht gelten lassen. In Deutschland derzeit vertreten die NPD, die Satirepartei von Titanic, weitere Splittergruppen, die Sitze im Europäischen Parlament haben. Dazu in Italien eine 5-Sterne-Bewegung von Clowns, wahre Finnen, Linkspopulisten, Rechtspopulisten. Keiner weiß, ob es in diesem nächsten Europäischen Parlament für die demokratischen Parteien, die seit 70 Jahren Ja sagen zu Europa, überhaupt eine Mehrheit gibt. Und deshalb ist diese Europawahl mehr als jede davor wirklich auch eine Schicksalswahl für Deutschland. Und in Deutschland hat ja eine erste Partei in ihren Entwürfen jetzt gesagt, sie will auch für Deutschland einen Austritt aus der Europäischen Union zum Jahre 2024. Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Und deshalb ist jetzt wieder mal Kampf angesagt. Dieses europäische Projekt, das uns 70 Jahre Wohlstand und Frieden gebracht hat, lassen wir uns nicht kaputt machen. Und das ist die Frage, um die es im Juni geht. So, und das ist die innere Voraussetzung der Europäischen Union. Wir leben wirklich in Zeiten, die nicht mehr so sicher sind wie all die Jahre davor.
Wir wissen nicht, wie der amerikanische Präsident beispielsweise in der Handelspolitik reagiert. Alle Staats- und Regierungschefs sind nach Washington gereist, zum Teil sogar die Autokonzerne selbst, um nochmal privat zu verhandeln mit Präsident Trump, was das denn für sie bedeutet. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Vorgang, dass nicht mehr Regierungen verhandeln, sondern dass Chefs von Autokonzernen glauben, sie könnten jetzt Außenpolitik betreiben. Keiner hat erreicht, dass eingelenkt wurde, bis der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hingereist ist, mit dem Gewicht von 500 Millionen Europäern seine Position deutlich gemacht hat. Und Sie haben alle erlebt, danach ist der Konflikt erstmal eingefroren worden. Beendet ist er nicht. Mit China schwelt er weiter. Und wenn da plötzlich eine protektionistische Wirtschaftspolitik folgen würde, Sie kennen die Äußerung des amerikanischen Präsidenten, der die Autos zählt auf der Fifth Avenue, ob da zu viele BMW, Audi oder andere fahren. Das ist ein völlig neues Herangehen an weltwirtschaftliche Fragen. Wenn es da im nächsten halben Jahr zu Entscheidungen kommt, kann auch das wieder bei uns Auswirkungen auf Arbeitsplätze und den gesamten Wohlstand und die gesamten Steuereinnahmen, über die wir uns im Moment alle so schön freuen, mit einem Mal abrupt beendet werden. Denn wir sind als Land stark vom Export abhängig. Das ist unsere Stärke. Das ist auch der Motor dieses Wirtschaftswachstums, den wir im Moment überall erleben. Und deshalb steht auch das im nächsten Jahr auf dem Spiel, will ich nicht sagen. Aber es ist jedenfalls so fragil, dass Sie nicht wissen, wie in wenigen Monaten entschieden wird. Und deshalb sind diese Grundsätze, auch die Sie zum Motto hier gemacht haben, die Erinnerung an das, was passieren kann, wenn man es falsch macht, etwas, was auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden muss. Und Sie haben drei Daten genannt: 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, 70 Jahre Grundgesetz und vor 30 Jahren der Fall der Mauer. Mein Eindruck ist, 30 Jahre Fall der Mauer, gefühlt haben wir viele von uns das noch vor Augen, wie die Mauer fiel, die Jubelbilder, die es damals gab. Mancher sagt, mein Gott, ist das schon 30 Jahre her? Ist ja eine sehr lange Zeit, 30 Jahre. Aber wenn man das Zusammenleben in Ost und West erlebt, das Auseinanderdriften auch, selbst bei Wahlergebnissen, sehr unterschiedliche Wahlergebnisse im Westen und im Osten, dann hat man den Eindruck, man ist weiter davon entfernt, als man es vielleicht vor 20 oder vor 10 Jahren war. Diese deutsche Einheit mit Leben zu erfüllen, für gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland zu sorgen, ist heute auch aus Demokratiegründen, wo man nicht mehr weiß, können die klassischen demokratischen Parteien der alten Bonner Republik überhaupt noch Mehrheiten finden, wenn sie sich alle zusammentun. Sie wissen, wie die Prognosen in manchem deutschen Bundesland ist. Reicht das überhaupt noch, wenn CDU und SPD, vielleicht noch mit einem Partner Grün oder FDP, wenn die sich zusammentun, reicht das überhaupt noch für eine Mehrheit in einem demokratischen Gefüge? Das ist die Lage, die die Landtagswahlen im Osten uns am Ende des Jahres stellen werden. Und deshalb ist diese Frage, sind wir noch ein Deutschland, was so stark ist, dass wir von gemeinsamen Grundsätzen getragen sind, eine innenpolitische Aufgabe, die wir ebenfalls in diesem Jahr beantworten müssen. Und da ist es gut, dass Sie diese Grunddaten hier noch mal in Erinnerung rufen. 100 Jahre Frauenwahlrecht, auch damit verbunden 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, die wird in den wenigen Monaten in Erfurt und in Weimar gefeiert. Ich glaube, im Februar gibt es den Festakt dort. Was auch für uns noch mal eine Gelegenheit ist, auch in den neuen Ländern zu zeigen, die Wurzel dieser ersten Demokratie lagen dort, lagen in Thüringen, lagen in Weimar. Und die Weimarer Verfassung war eine, danke den Thüringer Delegierten, aber es war diese Weimarer Republik, die alle Grundvoraussetzungen hatte, dass wir Demokratie behalten hätten. Und warum ist sie gescheitert? Sie ist auch gescheitert aus dieser Historie, wie die Gründungsakte 1918 und 1919 waren. Und deshalb will ich das nochmal in Erinnerung rufen. Die erste deutsche Einheit hätte schon gelingen können vor 170 Jahren mit der Frankfurter Paulskirche und der damaligen Verfassung. Die war gut,
die war erarbeitet, die war demokratisch verfasst, die hatte auch föderale Elemente, wie wir sie heute kennen, aber sie ist dann gescheitert an der Reaktion der damaligen autoritären Kreise, die sie quasi ins Leere haben laufen lassen. Und damit haben wir weitere 30, 40 Jahre auf die Einheit gewartet. 1841, als Hoffmann von Fallersleben auf der Insel Helgoland das Deutschlandlied geschrieben hat, sie haben es mit Fragezeichen und Ausrufungszeichen versehen, Einigkeit und Recht und Freiheit, sind wir dem näher oder sind wir dem weiter entfernt? Das war alles das Streben 1841, 1848, 1849 für diese deutsche Einheit in Freiheit. Und sie ist in Freiheit nicht gelungen. Und erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 fand dann die Reichsgründung statt. Die deutsche Einheit, auf die man Jahrzehnte, Jahrhunderte hingearbeitet hatte. Aber wie war sie erreicht? Erstens mit einem Krieg. Zweitens angelegt zur Demütigung des Kriegsverlierers. Das Deutsche Reich wird gegründet in Versailles von Bismarck. Im Spiegelsaal, dem Glanz Frankreichs, dem Glanz Ludwig des 14. Wie kann man eigentlich einen Kriegsverlierer mehr demütigen, als auf dessen Boden, in dessen schönsten Schloss quasi ein neues Reich zu gründen? Und damit war von Anfang an dieses Deutsche Reich stark, das hat stark begonnen, es hatte eine Einigkeit erstmals ermöglicht. Es hat bei uns in Nordrhein-Westfalen mit der Industrialisierung, mit Kohle und Stahl einen gigantischen Wohlstand und Aufschwung ermöglicht für dieses neu entstehende Reich Ende des 19. Jahrhunderts. Aber es war immer geprägt von diesem Dauerkonflikt mit Frankreich. Und bei der ersten Gelegenheit 1914, beim Attentat in Sarajevo, wo man denkt, ein Attentat auf einen Thronfolger löst nun noch keinen Weltkrieg auf, schlittern alle Staaten in Europas hinein in diesen Krieg, in Frankreich die Hoffnung, das wieder gut zu machen, was man damals 1870, 71 verloren hat, Elsass und Lothringen zurückzugewinnen und eine Revanche zu üben für diese Niederlage 40 Jahre vorher. Und keiner hätte gedacht, dass dieser Krieg dann kein normaler Krieg mit einem kleinen Schlachtfeld mehr ist, sondern ein industrieller Massenkrieg mit dem erstmaligen Einsatz von Giftgas in Ypern, Hunderttausende, die da ihr Leben gelassen haben, in einem Stellungskrieg, der nichts bewegt hat und 17 Millionen Tote hatte. Und dann wird ein Waffenstillstand unterzeichnet. Die Bundeskanzlerin und der französische Präsident waren letztlich nochmal in dem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne. Waffenstillstand unterzeichnet. Und ab der Unterzeichnung dieses Waffenstillstands und der Abdankung des Kaisers, und dann kam das Frauenwahlrecht und die Weimarer Reichsverfassung, ab diesem Zeitpunkt haben bestimmte Kräfte diese Weimarer Republik immer geschwächt, weil sie gesagt haben, ihr wart Verzichtspolitiker, ihr habt da preisgegeben, Dolchstoßlegende, Deutsches Reich im Felde unbesiegt, von den Demokraten verraten. Diese ganze Legende hat diese wenigen gute Jahre der Weimarer Republik durchzogen, ein Kampf von Links- und Rechtsextremisten, von den Kommunisten, die einen kommunistischen Staat wollten, von den Nationalsozialisten, die seit dem Putsch 1923 immer wieder versucht haben, diese junge Demokratie zu schwächen. Und am Ende führte es nach 15 Jahren erneut in den Krieg und in den Zweiten Weltkrieg. Und dieser Vertrag, der dann unterschrieben wurde, nach der Niederlage Deutschlands, wo wurde er unterzeichnet? Wieder in Versailles. Wieder dort, um zu demütigen. Versailler Vertrag. Auflagen. Rheinland entmilitarisiert. Ruhrgebiet Reparationszahlungen. Alle Wirtschaftskraft, die erarbeitet wurde, wurde weggenommen. Sodass diese junge Demokratie unter Bedrohung stand von innen, weil die Regierenden, die Demokraten als Verräter angesehen wurden und von außen, weil Reparationen quasi ein gutes Wirtschaften so gut wie nicht ermöglichten. Und dann der Zweite Weltkrieg mit all den Folgen, die wir kennen. Und dann 70 Jahre Grundgesetz, die Gründung eines neuen Staates. Und das ist jetzt das Besondere, was man denen, die Europa nicht mehr so im Kopf haben, erklären muss. Man hat
obwohl es wieder einen Krieg mit Millionen Toten gegeben hat, nicht den gleichen Fehler der Demütigung des Gegners wieder gemacht. Hätte man ja eigentlich machen können. Jetzt muss Deutschland erst recht bestraft werden. Nein, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, die Gründungsväter der Europäischen Union, übrigens auch der Ministerpräsident Karl Arnold von Nordrhein-Westfalen, der in einer Weihnachts- und Neujahrsansprache 1948, da gab es noch gar keine Bundesrepublik, gesagt hat, wir wollen, dass Kohle und Stahl genommen werden und nicht mehr national kontrolliert werden, sondern gemeinschaftlich in einer Montanunion von Deutschland und Frankreich gemeinsam. Eine echt innovative Idee, was völlig Neues, kannte man gar nicht. Etwas Zwischenstaatliches, das gemeinsam über die Rüstungsindustrie die Kontrolle hatte. Und daraus ist die Europäische Union entstanden. Montanunion, Kohle und Stahl. Im Grundgesetz vor 70 Jahren schon verankert, wir wollen diese Integration Europas. Und weil das so erfolgreich war, hat man dann die Wirtschaftsgemeinschaft gemacht. Und der gesamte Wohlstand, den wir in der Nachkriegszeit erlebt haben, übrigens auch der Marshallplan, der angelegt war, europäisch verabredet, das alles hat den Wohlstand, am Ende die gemeinsame Währung, am Ende die offenen Grenzen, am Ende einen Binnenmarkt, der keine einzelnen Zölle mehr kennt, sondern der in einem gesamten Wirtschaftsbereich für uns als Exportland das Wirtschaften möglich macht, das war die Erfolgsgeschichte unseres Wohlstands bis heute. Wer dieses Wasser herstellt, versucht vermute mal Gerold Steiner oder wer auch immer, kann heute eine Flasche Wasser in einem Gebiet von 500 Millionen Einwohnern überall ins Regal legen, ohne dass jeder Mitgliedstaat neu sagt, was ist die Qualifikation von Wasser? Was muss da drin sein? Wie muss der Verschluss sein? Wie muss die Etikettierung sein? Das waren früher Handelshemmnisse. Bei einem Auto, ob der Blinker zweimal blinkt, dreimal blinkt, Rücklicht rot oder gelb ist, ob die Scheinwerfer gelb oder weiß sind, lange Debatten früher. Und wenn ein deutscher Autohersteller etwas lieferte, musste der für jedes Land andere Bedingungen erfüllen. Das ist in einem Binnenmarkt von 500 Millionen Menschen nicht mehr nötig. Und das Land, das es exportiert, das sind vor allem wir, ist der größte Gewinner dieses Prozesses, weil es eine europäische Regel gibt und die gilt für alle Mitgliedstaaten. Das müssen wir aber wieder erklären, weil die, die das in Frage stellen, wissen nicht, dass sie mit dem Wohlstand Deutschlands spielen, mit der hohen Beschäftigung von Menschen spielen. Und die Briten erleben genau das im Moment, obwohl sie immer euroskeptisch waren, dass die junge Generation die Opfer sind einer politischen Fehlentscheidung, die eine bestimmte Klasse, die damit herumgespielt hat, die nicht gedacht hat, dass die Bevölkerung wirklich Nein sagt, sondern die spielerisch damit umgegangen ist, etwas zu verspielen, was man sich in Jahren erarbeitet hat. Und dass man in unseren Zeiten wieder für das Grundgesetz kämpfen muss, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit. Schauen Sie sich mal bei Twitter an, was da an Diskussionen los ist, Tag für Tag, was da an Hass abgesondert wird unter anonymen Accounts, wo Grundprinzipien, über die wir hier alle sofort einig sind, egal welcher Partei man angehört, wo das plötzlich wieder in Frage gestellt wird. Und deshalb ist Werben für Grundgesetz, Werben für Europa, Werben für unsere demokratischen Institutionen, Werben auch für eine öffentliche Verwaltung, Werben für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Werben für ein Gericht, was Respekt haben muss, ein Bundesverfassungsgericht, jedes Oberverwaltungsgericht. Ich ärgere mich auch manchmal, aber Gerichtsentscheidungen sind in einem demokratischen Staat am Ende zu akzeptieren. Wenn wir das alles nicht mehr haben, wenn wir das in Frage stellen lassen von anonymen Trolls, die genau dieses diffamieren, dann ist mehr gefährdet als unser Zusammenleben. Und deshalb muss man das wieder klar sagen. So, das ist das, um was es in den nächsten Monaten in diesem besonderen Jahr 2019 mit 3-4 großen Ereignissen gehen wird. Und ich glaube, dass wir diesen Wettbewerb bestehen können. Wir aus Sicht der deutschen Länder werden auch noch mal, das ist jetzt nicht so dramatisch wie der erste Teil, aber auch das ist so, hat sich eingebürgert, den Kampf für den Föderalismus hochhalten.
Ich glaube, dass in vielen Bereichen unser föderales System eine besondere Stärke hat. Ich bin jetzt deutsch-französischer Kulturbeauftragter seit Anfang des Jahres, eine besondere Funktion, die die Bundesregierung immer zwischen den Ministerpräsidenten aufteilt. Und da bin ich oft in Frankreich. Wenn Sie das, was Sie rund um die gelben Westen im Moment erleben, das ist nur ein Symbol, was für eine Regierung natürlich extrem schwierig ist, weil man gar nicht weiß, mit wem kann man reden. Wenn Gewerkschaften demonstrieren, dann kann man mit dem Gewerkschaftsführer verhandeln und am Ende zu einem Ergebnis kommen. Wenn aber wild irgendwelche Menschen in gelben Westen plötzlich Gewalt ausüben, übrigens zum Teil auch Rechtsextreme von Le Pen und anderen inspiriert mit antisemitischen Sprüchen, auch Linksextreme, ist ja in Deutschland komisch, dass die AfD und Frau Wagenknecht es toll finden, gelbe Westen. Also da gibt es da plötzlich auch wieder so eine Gemeinsamkeit. Mit denen kann man schwer sprechen und den demokratischen Prozess auch schwer organisieren, wenn das spontan irgendwo zu Gewaltausübungen kommt. Da schildern die Franzosen mir, ja, wir haben jetzt zwar Macron und En Marche und Reformen in Paris, das ist aber so eine Elite in Paris, in den Regionen in Frankreich haben sie immer noch fast durchgängig die alten Bürgermeister der entweder Sozialisten oder der bürgerlichen Parteien, die mit dem En Marche gar nichts zu tun haben. Wie gelingt es aber in einem Zentralstaat, wo du zentral was entscheidest, bis hinein in die Provinz, bis ins Massif Central oder in die Normandie oder die Bretagne, bis in den letzten Ort zu vermitteln, was denn jetzt die neue Gemeinsamkeit ist? Und die denken darüber nach, wie sie die Regionen stärken, um genau das, was in Paris erdacht wird, überall in Frankreich auch spürbar werden zu lassen. Wir haben das. Die Briten denken übrigens auch danach, haben die letzten Jahre immer mehr die Regionen gestärkt. Und wir haben nun starke Länder, starke Regionen. Und bei uns ist so eine Haltung, wenn etwas wirklich gut funktionieren soll, dann muss es in Berlin geregelt werden. Wenn irgendwas schief geht, heißt es ja, macht jetzt Berlin. Wenn es in den Schulen schlecht läuft, ja, dann macht das Berlin. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass wenn ein Bundesschulminister agieren würde, dass das besser läuft. Ich bin nicht davon überzeugt. Man sieht ja, wenn Berlin was in die Hand nimmt, dass das funktioniert. Beim Diesel können Sie das erleben. Beim Kraftfahrtbundesamt läuft alles wunderbar. Alle Kontrollen finden statt. Die Flugzeuge der Bundeswehr fliegen zu jeder Zeit. Es gibt überhaupt keine Probleme. Also ich habe eher das Problem, wenn mir Berlin was in die Hand nimmt, geht es eher schief, als dass es gut geht. Aber das ist nun auch übertrieben. Nur daraus, dieser Haltung, irgendwas läuft schief, also müssen wir eine Bundeszuständigkeit erzeugen, entspricht nicht der Realität. Wenn Sie die Bildungspolitik nehmen, die ist in Mecklenburg-Vorpommern anders als im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen. Die Schulämter sind vor Ort. Und wir haben schon in Nordrhein-Westfalen, in einem Bundesland, das Problem, wie können wir denn in den Schwerpunkt-Brennpunkten des Ruhrgebiets, wo eine ganz andere Herausforderung für Lehrer da ist, als in Südwestfalen, in einer boomenden Region mit ganz anderen Strukturen, wie können wir denn hier in einem Land gleichwertige Aufstiegs- und Bildungschancen schaffen? Wir wollen jetzt in den schwersten Stadtteilen den geringsten Lehrerschlüssel, also die Kind-Lehrer-Relation, die besten Schulen, die beste Digitalisierung mal in den schwersten Stadtteilen beginnen, damit Aufstieg durch Bildung wirklich als Versprechen umgesetzt wird. Dazu braucht man aber Kenntnisse, wo sind die denn? Wo müssen wir denn ansetzen? Wie ist denn die Lehrerverteilung? Das ist schon für ein so großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen nicht so einfach eine anspruchsvolle Aufgabe, da zu gerechten Verhältnissen zu kommen. Dass das besser sein soll, wenn in Berlin ein Bundesschulminister nun von Flensburg bis Bayern das regeln müsste, überzeugt mich nicht. Und deshalb finde ich, dass wir diesen föderalen Gedanken, da wo Länder ihre Stärken und ihre Bürgernähe haben, die auch zu nutzen, möglichst abgestimmt, damit in 16 Ländern auch die gleichen Bedingungen sind, dass man von einem Bundesland in das andere umziehen kann, das ist eine Herausforderung, die der Föderalismus hat. Aber die Antwort daraus zu sagen, wir machen alles zentralistisch, die halte ich für falsch. Gilt übrigens auch für die Polizei. Die Polizei ist stark vor Ort. Bei der großen Kriminalität ist das Bundeskriminalamt zuständig. Manchmal brauchen wir sogar eine europäische Zuständigkeit, wenn Terroristen sich über Grenzen hinweg bewegen. Aber dadurch zu sagen, Kriminalität kriegen wir nur bekämpft, weil das besser in Berlin geht, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir unsere Länderpolizeien, auch unsere Länderjustiz stärken,
auch mit Personalstärken, auch dann wieder wettbewerbsfähig sind mit unseren Bezahlungen in den Ländern, auch manchmal gegenüber dem Bund, der natürlich da immer noch mal andere Möglichkeiten hat, dann ist das eine Stärke Deutschlands und keine Schwäche. Und wir werden das jetzt verhandeln rund um den Digitalpakt und daran haben Sie die öffentliche Debatte erlebt. Die Ministerpräsidenten mit mir zusammen, Söder, Kretschmann, Bouffier und Kretschmer in Sachsen, haben mal formuliert, dass wir nicht für 5 Milliarden Euro vom Bund bereit sind, die gesamte föderale Bildungsstruktur preiszugeben. Das ist draußen angekommen bei den Bürgern. Wie wahnsinnig sind die denn? Die kämpfen nur um ihre Kompetenzen. Da gibt es endlich Geld für die Schulen und diese Ministerpräsidenten nehmen das Geld nicht an. Der Bund hat es aber so überdreht, in einem zweiten Änderung des Artikel 104b, dass am Ende 16-0 alle Ministerpräsidenten, SPD, Grüne Baden-Württemberg, Linke Ramelow Thüringen, und dazu alle unionsregierten Länder gesagt haben, so kann man mit den Ländern nicht umgehen, gerade nach 70 Jahren Grundgesetz. Ich glaube übrigens, alle diese Grundgesetzänderungen haben das Grundgesetz nicht schöner gemacht. Also wenn das schon mit 104bxy anfängt, wenn du für jedes Gesetz, ob du nun sozialen Wohnungsbau so oder so regelst, immer das Grundgesetz ändern musst, ist irgendetwas falsch. Eine Verfassung muss Bestand haben für jede Situation und kann nicht immer andauernd geändert werden. So, jetzt sage ich an dem Beispiel, um das nochmal zu sagen, an dem Beispiel Digitalpakt, da sagen die Bundestagskollegen natürlich, wir haben beim BAföG Geld in die Länder gegeben, das haben die nicht für Bildung gebraucht, wie das verabredet war, haben es in den allgemeinen Haushalt fließen lassen. Und wenn wir schon 5 Milliarden geben, wollen wir wenigstens, dass es auch in den Schulen ankommt. Dieses Argument kann man verstehen. Und deshalb gibt es eine grundgesetzkompatible Lösung. Es gibt eine Bund-Länder-Vereinbarung zum Digitalpakt, auf 30 Seiten bis ins Detail beschrieben, für das das Geld verwandt werden soll. Das können jetzt 16 Länder in einer gemeinsamen Vereinbarung zeichnen, die auch nachprüfbar ist, die auch transparent ist, wo jeder, der das nicht tut, damit auch öffentlich packbar ist. Und das kann man in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern lösen, ohne die Verfassung zu ändern. Und dafür werden wir jetzt werben, weil diese Frage Geld in die Schulen für Digitalisierung bringen, eine ist, die viele Menschen bewegt und wo wir jetzt als Politiker zeigen müssen, kriegen wir sowas eigentlich gelöst. Und insofern sage ich, das Jahr 2018 darf sich nicht wiederholen. Viele sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen, das stimmt auch. 2015 rund um die Flüchtlingskrise darf sich nicht wiederholen. Aber 2018, wo wir über Monate in der Großen Koalition nur Streit erleben, keine Handlungsfähigkeit bis zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU, das führt dazu, dass bei Wahlen beide Volksparteien gewaltig verlieren. Und sie werden beide wieder gewinnen, wenn sie liefern, wenn sie Ergebnisse bringen, wenn sie nicht Kompetenzstreitigkeiten führen, sondern wenn die Bürger spüren, Stück für Stück ihre Lebensverhältnisse verbessern sich. Und mein Eindruck ist, dass alle im Moment das erkannt haben, bis in den Süden der Republik, vom Norden angefangen, also alle, auch im Westen, aber insbesondere habe ich mit dem neuen bayerischen Ministerpräsidenten verabredet, dass wir viele Aktivitäten auch jetzt gemeinsam aus den Ländern unternehmen, dass wir in den Ländern untereinander ein Vorbild sein wollen, auch für die Große Koalition in Berlin. Und wenn sich das rumspricht, wenn das wirklich wirkt, dann glaube ich, dass man all die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, auch die internationalen Krisen, auch die europäischen Fragen, auch die europäischen Wahlen, dass dann die Bürger sagen, ja, wir haben da Lust mitzumachen, wir gehen auch wählen, wir wählen auch demokratische Parteien. Dass Protestparteien gewählt werden, liegt daran, dass es einen Grund für Protest gibt, sonst würde man die nicht wählen. Und wenn die anderen Parteien das wieder schaffen, das auszustrahlen, dann tut das, glaube ich, Deutschland gut. Und ich glaube, dass wir dann auch mit einem starken öffentlichen Dienst, deshalb habe ich heute gerade vor Ihnen als den Vertretern der deutschen Beamten das einmal so grundsätzlich gesagt.
Ich finde, das ist eine unserer Stärken, dass wir einen so starken öffentlichen Dienst und eine Beamtenschaft haben. Und ich habe zweimal als Minister Regierungswechsel erlebt. 2005 kam ich in ein Ministerium, das war seit 39 Jahren SPD regiert. Ich hatte am Anfang als Minister die Angst, oh Gott, die sind ja alle gegen dich. Du stehst vor den ganzen Leuten, die haben mir übrigens nachher erzählt, die haben die gleiche Angst, was macht der neue Minister? Also das ist ja eine wechselseitige Situation. Und in diesem ganzen Haus war damals ein einziges CDU-Mitglied von 300 Leuten. War nicht mal der Beste. So, aber, und dann habe ich erlebt, wie die Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter wechseln in Ländern ja nicht, beim Regierungswechsel, Referatsleiter, ihrer Aufgabe als Beamte verpflichtet waren. Und ich war damals Kinder- und Jugendminister. Kinder- und Jugendpolitik war für die das Wichtigste, nicht die Parteipolitik. Und ich kann in 5 Jahren damals nicht sagen, dass irgendeiner das parteipolitisch missbraucht hätte. Ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt. Und das habe ich jetzt wieder gespürt. Es gab 2010 einen Regierungswechsel und 2017 wieder einen. Und im Gegensatz zu den USA wechseln wir nicht die gesamte Beamtenschaft aus, sondern die Beamten sind dem Staat verpflichtet, dem Gemeinwohl verpflichtet und leisten ihren Dienst, ganz egal, wer in dieser Zeit regiert. Und diese Stärke, die wir haben, die wir auch manchmal erzählen müssen, wenn ich das in Polen erlebe, da fängt das auch schon an, dass man gegeneinander sich misstraut, dass die Richter gleich ausgewechselt werden, wenn die Regierung wechselt, dass das bis in die letzte Instanz einer Kommune verfolgt wird. Das tut einem Gemeinwesen nicht gut. Und wenn wir das uns erhalten, diese deutsche Tradition des Berufsbeamtentums, zu dem ich leidenschaftlich stehe, dann ist auch das ein Beitrag zur Stabilisierung unseres Landes. Vielen Dank und gute Beratung. Applaus